Guten Abend, liebe Leserinnen, liebe Leser, liebe Zuschauer, liebe Zuschauer. Ich wünsche euch einen schönen Freitagabend, guten Start ins Wochenende. Ja, heute wird es wieder etwas später und wir kommen heute zur 358. Stunde zur Weltgeschichte und damit der 876. Geschichtsstunde von Egon. Ja, wie gesagt, es wird heute wieder etwas später, bis alles drin ist, weil ich musste erstmal ein paar kleine Lücken im Kühlschrank wieder füllen. Und von daher ist es jetzt etwas später geworden, bis ich loslegen konnte. Und dann habe ich wieder mal richtig ausgeschlafen. Habe ja schon gestern so die letzten 2 Tage ein bisschen viel geschlafen. Aber nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, habe ich noch relativ viel geschafft. Aber das ist meistens so, wenn so ein Punkt wieder vorbei ist, so wie jetzt zum Beispiel die US-Wahl, dann ist irgendwie fällt so ein bisschen der Adrenalinspiegel wahrscheinlich bei mir. Und dann kommt so ein bisschen die Müdigkeit durch, die man die ganze Zeit so ein bisschen unterdrückt hat. Entschuldigung, kleines Bäuerchen. Ja, im Übrigen stand jetzt da, jetzt haben sie überall hingeschrieben, da wo das losgeht, diese Risikogebiete, die Kriegsgebiete. Was steht drauf? Unten so ein Kreis und dann steht da drin, wenn die Stadt voll ist, Maske auf. Habe ich geguckt, ob jemand besoffen ist, war keiner besoffen. Da habe ich gesagt, okay, brauchst du nicht aufsetzen. Also ich konnte wieder zu meinen Läden durchdringen, ohne meine Gesundheit zusätzlich zu schädigen, die sowieso schon ziemlich ramponiert ist, und konnte zumindest frei atmen. Dabei habe ich dann immer noch so ein bisschen, natürlich mit Abstand, ein bisschen versucht, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, und habe dann immer so gesagt, ja, die neueste Anweisung von Merkel ab nächste Woche, 10 Tage Selbstisolation im Keller mit einem Kartoffelsack über den Kopf gezogen. Da kam aber so ein bisschen so, manche haben gleich gelacht oder, oh, was, und manche haben sogar geglaubt, ne, hatte ich 2 dabei. Ja, aber es ist doch so, wenn morgen Frau Merkel und Söder beschließen, wir müssen alle mit Kartoffelsäcken draußen rumlaufen, machen das auch noch viele Bekloppte. Ohne ein Ding nachzufragen, zu hinterfragen, was wirklich dahinter steckt. Ja, und der neue Gruß in Deutschland, ich lasse jetzt das Zeichen dazu weg, nicht, dass mir das falsch ausgelegt wird. Und dann habe ich immer so gegrüßt mit Heil Virus, mit der Maske bis zum Endzug. Ja, ja, gut. Anders kann man diese, mit gelbem Humor, anders kann man diesen Irrsinn, der im Moment in Deutschland und vor allen Dingen in Europa, aber auch teils in anderen Teilen der Welt und demnächst wohl auch in großen Flächen in Amerika ausgebrochen ist und ausbrechen wird, beurteilen. Das ist einfach nur noch Irrsinn. Ja, US-Wahl, Biden überholt Trump in Pennsylvania, Klagen von Trumps Wahlkampfteam in mehreren Staaten abgewiesen. Das war klar, weil das sind ja die demokratisch regierten Staaten. Das ist so, wie wenn du hier eine Klage einreichst, die, wenn ihr stattgegeben wird, wenn das Urteil dementsprechend richtig kommen würde, das Regime ins Wanken bringt, das kann man nie gewinnen. Ne? Aber ich hoffe da, oder setze da auf das Rechtssystem da in den USA, dass es bis zum obersten Gerichtshof geht, zu diesem Supreme Court, und dann dieser ganze Wahlbetrug aufgedeckt wird. Denn das ist für mich eindeutig Wahlbetrug. Und ich komme gleich nochmal drauf, eine Aussage, das macht das nochmal deutlich, dieser Wahlbetrug aufgedeckt wird. Ansonsten kann man dann sagen, willkommen in den pädophilen Staaten von Amerika. Denn wir wissen ja, in welchen Kreisen sich die Leute von Biden und seine Demokraten so gern bewegen. Und dann wird es wohl vor allen Dingen Asyl demnächst für alle Pädophilen der Welt. Die können dann in Amerika, können dann dort Asyl beantragen. Ja, und weswegen ich sage, das ist eindeutig Wahlbetrug. Zu dem Zeitpunkt, wo der Herr Biden das sagte, was ich gleich wiederhole, so ungefähr sinngemäß, da lag Trump in Wisconsin noch mit 4% von 4,1 Georgia mit 6%, 6 oder 7%. Er lag vorn in Pennsylvania mit rund 15%. Er lag vorn mit rund 9% in Michigan. Und da sagte der Herr Biden, es läuft wunderbar für uns. Uns ist der Sieg sicher, so ungefähr. Er hat es zwar nicht so direkt gesagt, aber so ungefähr sinngemäß. Macht euch keine Sorgen. Warten wir die Auszählung ab, es läuft gut für uns. Also bei diesen Rückständen schon so selbstbewusst zu behaupten, dass es gut läuft, das zeigt doch, dass da irgendwas falsch sein muss, dass er vorher schon genau wusste, dass überall am Ende so die 0,x Punkte
eher leicht vorne liegen würde, weil das ist in jedem Staat jetzt so, selbst Georgia ist jetzt angeblich vorne, überall so 0,x, also so, dass es gerade so reicht, hat man dann die Säcke aus den Extra-Räumen schnell vorgeholt und hat die dann mit dazu gezählt, Biden, 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 Biden. Und da, oh, da war der Sack von Trump, den müssen wir mal schnell entsorgen. Ne? Ja. So. Wer diesen größten Wahlbetrug verteidigt, der zeigt selber, dass er Wahlbetrüger ist. Und wir wissen, wer die am meisten verteidigt. Hier in Deutschland Merkel und ihr ganzes Regime rund von der christlich-sozialistischen Union bis ganz links, oder sind ja eigentlich alle links, schwierig jetzt auszudrücken, SED, linke Stasi-Partei. Ja, das zur US-Wahl. Schauen wir mal, ob wir demnächst die pädophilen Staaten von Amerika haben. Dann haben wir Corona-Pandemie, Spahn verteidigt neue Maßnahmen, Kritik von Opposition, Verkehrsminister Scheuer wirbt für Flughafenrettungspaket, Bundesagentur für Arbeit gibt 62 Milliarden Euro aus, Arbeitslosenquote fällt in den USA deutlich stärker als erwartet, mehr als 200 Menschen in Dänemark mit neuer Virusvariante infiziert, ne, da gehen wir mal kurz durch, also ich sprach weder vom Inhalt Spahn noch von Merkel und Söder irgendeinen Schutz, im Gegenteil, jeder, der noch seines Lebens lieb ist, der sollte Schutz vor euch verlangen. Ihr müsst uns nicht beschützen. Das ist wie wenn man sich von Schutzgelderpressern beschützen lässt. Solange man das Geld an sie zahlt, wird man von ihnen beschützt. Aber wehe dem, es fehlt mal eine Zahlung, dann wird man selbst ihr Opfer. Ja, und dann haben wir das Bundesagentur für Arbeit. Da habe ich gestern die Debatte über die Krankenversicherung gesehen, weil hier tut man ja uns auch nicht mitteilen, wie viele 62 Milliarden davon an die sogenannten so glorreichen Zuwanderer fallen. Das ist das, was uns so richtig belastet. Und da war gestern in der Debatte, weil die Linken wieder die private Krankenversicherung abschaffen wollten, die ich allerdings auch jetzt nicht so toll finde, als ich selber noch gemacht habe. Und deswegen habe ich da auch nicht so viele drin verkauft. Habe ich immer versucht, auch das, was vielleicht Nachteile sein könnten, genau den Leuten zu erklären. Es gibt Nachteile. Aber wenn sich dann jemand trotz alledem und sei es aus den Dollarzeichen, die im Gesicht stehen, für die private Krankenversicherung entschieden hat, habe ich natürlich nicht gesagt, nee, Sie dürfen es nicht machen, ich gehe jetzt trotzdem wieder. Dann muss jeder selber wissen, was er für sich entscheidet. Und dann muss er, kann die Vorteile nutzen, aber muss dann auch die Konsequenzen der Nachteile tragen. Das ist eine richtig freie Gesellschaft, das ist eine richtig freie Wahl. Und es wurde dann immer nur darauf abgezielt, dass uns ja die kranken Deutschen so viel Geld kosten. Aber ich habe auch und leider auch nicht bei der AfD, vielleicht habe ich es auch verpasst, weil ich da mich zwischendurch immer so ein bisschen gerade noch frisch gemacht habe. Aber eigentlich habe ich immer gesehen, dass ich die AfD-Leute gesehen hatte, wenn die sprachen bei der Debatte. Auf jeden Fall. Eine Sache wird aber komischerweise nicht angesprochen, wie viel uns die Leute kosten, die noch nie einen Cent, geschweige denn einen Pfennig, in diese Krankenkasse eingezahlt haben, nämlich die, die von Söder, Merkel, Seehofer, Spahn und Co. hier ins Land geholt worden sind, nämlich unsere sogenannten Schutzsuchenden, die dann hier noch Leute abstechen, ne? Und uns zusätzliche Krankenhauskosten durch ihre Massenschlägereien und Messerstechereien bescheren. Da würden wir bestimmt ganze Menge Krankenkassenbeitrag senken können, wenn wir die alle nicht im Land hätten. Ja, da bräuchten wir auch keine private Krankenversicherung zu verbieten, liebe SED, linke Stasi-Partei. Ja, Arbeitslosenquote fällt in den USA, hat man gerade gehört, ja, das wird sich wohl jetzt ändern unter Biden, weil wenn der wirklich am Ende Präsident wird, dann hat jeder Amerikaner so eine dicke Maske vorm Gesicht und alles wird dicht gemacht, alle müssen sich in den Keller vergraben und dann wird wohl wahrscheinlich die Arbeitslosigkeit in den USA rasant steigen. Die Chinesen freuen sich, weil die feiern schon wieder Feste ohne Probleme, obwohl die ja angeblich der Verursacher dieser riesengroßen Pandemie waren. Aber wir erinnern uns, kurz bevor das alles losging, war China ausgerechnet dort, wo das alles ausbrach, in Wuhan, glaube ich sogar dort, wo dieses Labor war, hatte sie ihr Gastgeschenk dabei. Ja. Mehr als 200 Menschen in Dänemark mit neuer Virusvariante infiziert. Nee, das ist keine neue Virusvariante. Das ist wie jedes Jahr bei jeder neuen Grippewelle gibt es so einen neuen Virus. Nach Anschlag von Wien, österreichische Regierung lässt zwei Moscheen schließen. Durchsuchung bei vier Personen in Deutschland. Ja, im Gegensatz, zumindest tut jetzt der Kurz so, werden dort die Leute verhaftet und weggesperrt. Moscheen werden geschlossen. Bei uns trifft sich der Herr Seehofer zum Migrations- und Integrationsgipfel mit dem Führer der Grauen Wölfe, dem Herrn Masjek von der DITIB, dem ja, designierten, dem Drahtzieher im Hintergrund der türkischen Islamismus in Deutschland.
Ja, und die vier Personen, da wurde natürlich wieder keiner festgenommen. Aber wehe dem, jemand tut mal in der Sauflaune sich mit einem anderen im Internet schreiben, ah, die Merkel müsste mal auf die Schnauze hauen oder was weiß ich, die müssen wir alle umnieten oder irgend sowas ganz dummerweise mal in der Bierlaune schreiben. Dann wird daraus ein rechtsextremistisches Netzwerk gemacht. Die Leute werden sofort in U aufgenommen und werden in den Knast gesperrt. Ja, und da ist eine, wie gesagt, rechtsterroristische Gruppe gemacht. Bei Islamisten ist das nicht so schlimm. Da machen wir eine Durchsuchung, dann können sie weitermachen. Die werden nicht gleich verhaftet. Da wird auch keine terroristische Vereinigung draus gemacht. Und das brauchen die Leute ja genauso wie bei dieser Virus-Epidemie, in Anführungszeichen. Hier ist es auch so, man braucht diese Islamisten, die frei im Land rumlaufen, um eines, wie auch bei diesem Virus durchzusetzen, den Überwachungsstaat, indem man dann den Leuten sagt, ja, guck doch hin, wir brauchen mehr Rechte im Internet, damit wir den Extremismus bekämpfen können. Kam auch gestern in der Debatte, wo es darum ging, diese islamistischen Anschläge, ich glaube, es war wieder mal von einem SPD-SED-Genossen, der darauf hinwies, ja, Schengen-Raum, EU-Kommission will mehr Zusammenarbeit nationaler Behörden, nee, wir brauchen keinen Schengen-Raum mehr, wir brauchen ja keine Zusammenarbeit der nationalen Behörden, wir brauchen endlich wieder sichere Grenzen innerhalb Europas, wo die Leute dafür sorgen, dass man wirklich die Leute draußen lässt, die man nicht drin haben will und nicht umgekehrt dafür sorgt, dass Leute nicht rauskommen, die eigentlich mal raus wollen. Ja, das ist der Irrsinn, das ist der Unterschied zur DDR übrigens, ne? Oder beziehungsweise, ja, da war es ja genauso, du konntest rein in die DDR, aber raus bist du nicht mehr gekommen unter Umständen. Ja, alles nur Kokolores, solange diese Leute, die hier in Europa regieren, Schiffe ins Mittelmeer schicken, um dann Verbrecher, Kriminelle, Extremisten und Islamisten trockenen Fußes mit diesen Schiffen nach Europa zu schaffen. Da brauchen wir keine Sicherheitspolizei, Herr Macron. Alles nur Schauspielerei, was ihr da abzieht. Und das Letzte zu den Meldungen, Prozess in Augsburg, 17-Jähriger nach tödlichem Schlag zu 4,5 Jahren Haft verurteilt. Ich glaube, das war auch wieder ein Migrant, der diesen Feuerwehrmann, wenn ich mich recht ersinne, erschlagen hat. Ne? Natürlich wieder ein lächerliches Urteil. In anderen Ländern werden die 4 an eine 0 dran gekommen, mindestens. Die werden lebenslang in den Knast gegangen, vielleicht sogar noch länger. So zweimal lebenslang oder irgendwas. Aber in Deutschland werden die rechtzeitig dafür vorbereitet, damit sie dann wieder rauskommen, wenn dann 2025, sofern der Wahlbetrug in Deutschland auch gelingt, man arbeitet ja schon fest dran, damit die dann rechtzeitig wieder draußen sind, um dem Islamischen Staat tatkräftig zu helfen. Denn der Wahlbetrug fängt ja schon an. Ich habe jetzt gehört, am 25. April kam gestern in Thüringen Journal, im 25. April nächsten Jahre soll die neue Wahl in Thüringen sein. Und da will man jetzt das Wahlgesetz ändern, damit mehr Briefwahl möglich ist, dort wo Risikogebiete sind. Ne? Also wieder schön bescheißen, so wie in den USA, da ja Biden. Erstmal die Stimmen vor Ort auszählen, dann gucken wir mal, wie viel wir noch über die Briefwahl brauchen, damit die AfD so niedrig ist, damit wir dann die Koalition bilden können, die wir möchten. Ne? Herr Ramelow, Sie kommunistischer Gauner, ne? Sie haben das wieder geschickt ausgefädelt. Ja, das ist zum Prozess in Augsburg das nächste Skandalurteil und dann kommen wir, und ich hatte ja schon mal angefangen, aber dann habe ich gemerkt, irgendwie fehlte mir der Taschenrechner und da musste ich nochmal loslegen. Und jetzt sind wir bei den Zahlen und da haben wir, gehen wir so schnell durch, 21.000 506 heute, wow, 21.500 positiv getestete Mensch. Söder, du hast bestimmt noch mal ein Labor in Bayern aufgesucht und sagt, wenn ihr mir keine positiven Zahlen meldet, dann schließen wir euch, ne? Dann schließen wir euch. Also hopp, hopp, hopp. Auch wenn jemand negativ ist, machen wir das Etikett drauf positiv. 21.506 positiv gemeldete. Genauso dürfte es sich ähnlich verhalten bei den angeblich mit oder an Covid-19 Verstorbenen, sind 166 heute. Wer ordentlich Zuschüsse haben will vom Staat als Labor oder als Klinik, der muss jetzt jeden Grippetoten als Covid-19-Toten deklarieren oder jeder, der an Krebs gestorben ist. Dann haben wir minus 11.000 Genesene. Ja, und da sind wir bei 10.340 aktiv positiv plus Getesteten heute bzw. gestern. Und damit kumulativ 619.089. Mal sehen, ob wir es bis Silvester schaffen, dass sagen kann, oh, 1 Million Infizierte in Deutschland, hier sind keine Infizierten, sind positiv getestet und das teilweise noch durch betrügerische Tests in bayerischen Laboren. 619.089. Minus 11.096,
angeblich mit oder durch Covid-19 Verstorbene. Aber wie gesagt, genauso wie dieses bayerische Labor arbeitet, arbeiten wahrscheinlich viele in Deutschland. Wer am besten Covid-19-Tote meldet, ist der König und bekommt dann das Bundesverdienstkreuz vom Herrn Steinmeier. 402.500 Genesene. Und damit sind wir jetzt bei 205.493 Q-positiv, aktiv positiv getesteten. Das macht aber trotz alledem bei 83.166.771 Einwohnern in Deutschland nach wie vor nur die lächerliche Summe von 0,247%, also buchhalterisch abgerundet 0,2%, wegen also 99, also wegen 0,2% müssen alle restlichen 99,8% eingesperrt werden, wie im Testlabor vom Herrn Drosten, ne? Wie die Versuchskaninchen im Testlabor vom Herrn Drosten. Wenn der überhaupt eins hat, da macht ja alles immer nur Computer, ne? Der hat noch nie ein Virus selber gesehen, ne? Da waren 99,8%. So, und jetzt sind wir durch mit dem Kladderadatsch. Und bevor es jetzt weitergeht, wie gesagt, ich habe jetzt schon fast eine halbe Stunde gequatscht, muss ich jetzt unbedingt mal einen Schluck Milch trinken. Dann bist du der Stelle. Mit den Zahlen war schon und diesmal hatte ich meinen Rechner irgendwie nicht dort liegen, wo er immer liegt, beziehungsweise es lag was drauf und da habe ich gesagt, komm, bevor du jetzt hier ewig rumsuchst und das ist im Video zu sehen, fängst du es nochmal neu an. Ja, heute, wie gesagt, kommen wir zur 300 und ich hatte es vorher gesagt, das muss ich mal überlegen, 786, 300. 58. Geschichte, Stunde zur Weltgeschichte. Jetzt habe ich 358. Stunde zur Weltgeschichte. Nochmal einen Rückblick auf die gestrige. Und da hatten wir den 28. 29. Mai 1418. Blutige Thronkämpfe in Frankreich zwischen dem Herzog Johann ohne Furcht und so weiter, König Heinrich V. und so weiter, haben sich da bekämpft. Burgund und Karl der Siebte und alle haben sie, wollten sie König von Frankreich werden. 30. Juli 1419, Hussitenaufstand in Prag. Da konnten wir lernen, wie man mit Leuten umgeht, die gegen das Volk regieren. 1419, Talbot führt Engländer an. Das war in dem 100-jährigen englisch-französischen Krieg, der allerdings länger als 100 Jahre dauerte, und weil er hier und da mal eine Unterbrechung fand. 1420, portugiesische Expedition. Da wurde auf Geheiß des Prinz Heinrich, dem Seefahrer, eine Expedition nach Madeira und Porto Santo organisiert. Dann hat man 1421 Beijings in Anführungszeichen verbotene Stadt, Anführungszeichen wird zum Sitz des Kaisers. Dann hatten wir 1421 Hussiten setzen König ab. Ja, ich glaube, da kam dann der Fenstersturz von Prag, ne? Und dann hat man 1422 Schöffengerichte in Deutschland, allerdings war das, gab es noch berühmteren, aber da wurden auch Leute aus dem Fenster gestürzt, die gegen den Willen des Volkes Sachen durchsetzen wollten. 1422 Schöffengerichte in Deutschland. Und dann hatten wir, und da habe ich was gestern vergessen, das hole ich heute noch nach, 1422 Türken auf dem Vormarsch, 1424 Insignien in Nürnberg, also die Kaiserinsignien, die wurden da nach Nürnberg verbracht, weil ja der Sigismund in Prag fliehen musste, praktisch. Und 1425 Portugiesen besiedeln Madeira. Und weil gestern, ich zeige es mal, die beiden Randbemerkungen von 1423 hier unten waren und ich dann gleich hier links weitergemacht habe, hatte ich ganz vergessen, oben den Beitrag noch vorzulesen. Und da müssen wir noch mal ganz kurz zurück ins Jahr 1424. Prostitution im Frauenhaus. Wie in anderen Städten auch weist der Rat der Stadt Frankfurt am Main die Prostitution an, sich in das sogenannte Frauenhaus, das städtische Bordell, zu begeben, um dort zu wohnen und ihrer Arbeit nachzugehen. In den Frauenhäusern dieser Zeit finden meist regelmäßige gesundheitliche Untersuchungen statt. Während der Schwangerschaft oder bei Krankheiten sollen die Frauen nicht arbeiten. Obwohl Prostitution im Mittelalter als sündhaft angesehen wird, gibt es auch in kleinen Orten Bordelle. Also damals war der Begriff Frauenhaus praktisch der Begriff für Bordell.
Und weiter geht's. Heute dann mit 1425 eine Randbemerkung. Die erste Sammlung mit 42 Gedichten des Dichters Oswald von Wolkenstein ist abgeschlossen. Der spätmittelhochdeutsche Lyriker, der einem tirolischen Adelsgeschlecht entstammt, ist für sein abenteuerliches Wanderleben bekannt. Und dann der erste größere Abschnitt, Artikel 1425, Franziska, Wohltäterin von Rom. Die wohlhabende Römerin Franziska gründet in Rom eine Frauengemeinschaft, die sich der Pflege der Kranken in den städtischen Spitälern oder zu Hause widmet. Wegen ihrer Heilungserfolge, vor allem bei Frauenleiden, gilt Franziska in Rom als Wundertäterin. In ganz Europa ist die Krankenpflege auf die Hilfe der Frauen angewiesen. Fürstinnen und Königinnen gründen Hospitäler, fromme Frauen und Nonnen pflegen die Kranken. Hier finden die Armen Zuflucht, die sich weder Arzt noch Hebamme leisten können. Und aber ein Bild dazu. Szenen in einem Krankensaal für Frauen des Hospitals St. Matthäus in Florenz. In Klammern Fresko von Jacopo Carucci, 1514, Klammer zu. So, noch ein Schluck Milch. Heute ist wieder irgendwie ziemlich warm. Weiter geht's mit 1426, zwei Randbemerkungen. Die erste von 1426. Zwischen Dänemark und der Hanse kommt es wegen der Erhebung eines Sundzolls durch die Dänen zum Krieg. Und noch einmal 1426, unter Sultan Barzbay unterwerfen die Mamelucken Zypern, das bereits Genua tributpflichtig ist, ihrer Oberherrschaft. Und dann der 12.-21. Juli 1426, Frieden für Eidgenossen. In zwei getrennten Friedensschlüssen mit Zürich, Schwyz und Zug und Glarus sowie mit Luzern, Uri und Nidwalden legt Mailand seinen Konflikt mit den Eidgenossen bei. Gegen Zahlung von 14.144 und einem halben Gulden und Gewährung einer 10-jährigen Zollfreiheit zwischen St. Gotthard und Mailand verzichten die Eidgenossen auf einige ihrer eroberten Besitzungen. Die innere Schwäche Mailands nach dem Tode Herzog Gian Galeazzo Viscontis 1402 hatte die Ausweitung der Eidgenossenschaft nach Süden ermöglicht. 1402 erwarb Uri Leventina 1410 und 1416/17 wurden das Eschental sowie das Maggia- und Versascatal erobert. Und am 1. September 1419 erwarben Uri und Obwalden von den Freiherren von Sachs-Misox die Festung Bellinzona, also wirklich Sachs-Misox. Diese Einbußen konnte Mailand auf Dauer nicht hinnehmen. Nachdem Herzog Filippo Maria Visconti, der ab 1412 Mailand regierte, seine Macht im Staat gefestigt hatte, beauftragte er 1422 seinen Condottiere Francesco Carmagnola mit der Rückeroberung. Zuvor hatte Visconti Uri und Nidwalden aufgefordert, ihm Bellinzona zu verkaufen, doch beide Länder lehnten ab. Carmagnolas Feldzug verlief erfolgreich. Am 4. April 1422 brachte er Bellinzona in seine Hand und eroberte nacheinander das Eschen, das Maggia und das Versascatal. Nur im oberen Leventina konnten sich die Urner behaupten. Betroffen vom Mailänder Vormarsch wurden auch die Freiherren von Sachs-Misox. Sie verloren das Blenjotal und den Montedongo. Die Schlacht von Arbedo am 30. Juni 1422 brachte die Entscheidung.
600 Urner, Nidwaldner und Luzerner, die zu einem Beutezug aufgebrochen waren, stießen plötzlich auf die Hauptmacht des gegnerischen Heeres mit 16.000 Mann unter Carmagnola und Angelo della Pergola. Jetzt muss ich noch mal kurz ein Bäuerchen machen. Nach hohen Verlusten, allein Luzern hatte 146 Tote zu beklagen, mussten sie den Rückzug antreten. Zwar unternahmen die inneren Orte noch Versuche zur Rückeroberung Bellinzonas und des Eschentals, doch schließlich begannen im November 1425 die Friedensverhandlungen. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich so ein Tuch. So, habe ich. Gut. Was wird da so ein bisschen. Temperaturen, wo der Heizung mal zu warm und mal zu kalt ist. Ja, und da haben wir noch ein Bild dazu. Castello Montebello in Bellinzona. In der Schlacht bei Arbedo verlor Mailand die Festung an die Schweizer Eidgenossen. Und damit sind wir auf der nächsten Seite. 10. Mai 1427. Schweizer Städte vertreiben Juden. Auf Beschluss des Schultheißen, des Kleinen Rates und des Rates der 200 müssen alle in Bern ansässigen Juden und Lombarden die Stadt verlassen. Der Grund für die Vertreibung ist ökonomischer Art. Für Kreditgeschäfte werden beide Personengruppen nicht mehr benötigt. Vor Bern hatten bereits Luzern 1384 und Basel 1397 ihre Juden der Stadt verwiesen. Die Städte hatten die Juden vor allem wegen ihrer Rolle als Geldverleiher aufgenommen. Gegen Ende des 14. Jahrhunderts haben einige Städte das Zinsverbot jedoch aufgehoben und das Geldverleihen zum ordentlichen Gewerbe erklärt. Ja, wurden den Juden ein paar Vorrechte genommen, die sie hatten. Sie waren die einzigen, die das verleihen durften. Und die haben dann gesagt, nee, Schluss damit, wir machen das selber. Ja, war also kein Pogrom oder was. Das ist ganz normal, wie viele Deutsche sind vertrieben worden nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. 1427. Portugiesen erobern Azoren. Als Portugal im Jahre 1415 den marokkanischen Handelsplatz Ceuta, das Ceuta, eroberte, markierte dieses Ereignis den Beginn der portugiesischen Erkundungsfahrten an der Westküste Afrikas. 1418-19 entdecken portugiesische Seefahrer im östlichen Atlantik die Inseln Porto Santo und Madeira. 1427 folgen die Azoren. Bis 1434 fahren die portugiesischen Karavellen an der westafrikanischen Küste nicht über das Kap Boiador hinaus. Dann wird es erstmals umsegelt. Organisator der Expeditionen ist Heinrich der Seefahrer, ein Sohn des portugiesischen Königs Johann I. Er stürzt sich auf den Christusorden. Im Hintergrund stehen zunächst Entdeckungslust und der Kreuzzugsgedanke, später vor allem Handelsinteressen. Vor den Portugiesen hatten bereits karthagische, normannische und islamische Seefahrer die Azoren entdeckt. Für Portugal werden sie zum Ausgangspunkt für weitere Entdeckungsreisen und die Besiedlung südamerikanischer Kolonien. Dann haben wir noch ein Bild dazu. Die portugiesischen Entdeckungsreisen ermöglichten erstmals die Kartografie der Westküste Afrikas. In Klammern Karte von C. Clayes, 1596, Klammer zu. Ja, die Azoren und. Ja, da sehen wir. Aber auch das war nichts Schlimmes. Ich sage es nur immer im Vergleich zu dem, wie man uns behandelt, wegen den Kolonien. Deswegen ermahne ich immer die Portugiesen, Spanier, Franzosen, Briten und so weiter so. Wir haben viel für die Welt in der Richtung getan, dass überhaupt in einigen Ecken der Welt Fortschritt hinkamen. Heute sind wir nur noch die bösen Kolonialisten, was allerdings meistens diese Länder aus ihren Ländern oder diese Leute in diesen Ländern aus ihren Ländern gemacht haben, seitdem sie die Europäer als Kolonialisten losgeworden sind, das wissen wir alle. Weiter geht's. 1427. Zahnbohrer und Goldfüllung.
Der italienische Arzt und Schriftsteller Giovanni d'Arcoli erhält einen Lehrstuhl für Medizin in Padua. Er empfiehlt als erster die Anwendung der Goldfolie zur Zahnerhaltung. Zunächst soll der auf Wärme mit Schmerz reagierende Zahn mit kühlenden Mitteln und der kälteempfindliche Zahn mit erwärmenden Mitteln gefüllt werden. Wenn der Zahn nicht übermäßig schmerzt, soll er schließlich mit Gold gefüllt werden. Beim Kautern, in Klammern, Behandlung mit Brenneisen, ach du Scheiße, Entschuldigung, Behandlung mit Brenneisen, Klammer zu, gegen den Zahnschmerz empfiehlt Darcoli auch den Bohrer. Zitat: Und wenn es nötig ist, soll es geschehen, dass der Zahn mit einem kleinen Bohrer durchbohrt wird, damit die kauternde, in Klammern brennende, Klammer zu, Kraft an die kranke Stelle dringt. Zitat Ende. Die spätmittelalterliche Zahnheilkunde baut auf einem reichen Wissensschatz aus der Klostermedizin und aus arabischen Lehrbüchern auf. Zahnbehandlung gehörte bislang zur niederen Chirurgie und wurde von fahrenden, in Anführungszeichen, Zahnbrechern, Anführungszeichen Ende ausgeübt. Die Berufung Arcolis ist ein Zeichen medizinischer Aufwertung der Zahnärzte. Brenneisen, ja ist klar, da hört man dann mehr Schmerz vom Brenneisen, da merkt man die Zahnschmerzen nicht mehr. Ja, da haben wir noch ein Bild dazu. Zahnbrecher beim Ziehen eines Zahns. In Klammern englische Buchmalerei um 1360-1380. Oh, da hat er aber ein Ding an. Ja, guck an. Mamma mia, na ja. Also technisch haben wir uns ja schon ganz schön entwickelt, aber das vor allen Dingen in diesen bösen Zeiten, die man uns so jetzt schlecht reden will, das 19. und 20. Jahrhundert. Jetzt fallen wir ins geistige Mittelalter zurück. Jetzt möchte man mit Methoden, mit denen man die Leute krank macht, deren Gesundheit schützen. Ha, lächerlich. Einfach nur lächerlich. Ja. Weiter geht's. Und da sind wir bei einem zweiseitigen Artikel und der ist auch aus dem Jahre 1427. Frührenaissance in Florenz, die Kunst der Perspektive. Der Maler Masaccio, in Klammern, oder Masaccio, in Klammern eigentlich Tommaso di Giovanni di Simone Giudi, Klammer zu, vollendet das Fresko der heiligen Dreifaltigkeit in der Florentiner Kirche Santa Maria Novella, das vor allem wegen der Anwendung der Regeln der Zentralperspektive als eines der ersten Werke im Stil der Frührenaissance gilt. Und los geht's mit dem ersten Unterabschnitt zu diesem zweiseitigen Artikel. Blickpunkt Wirklichkeit. Zu Beginn des 15. Jahrhunderts herrscht in Florenz eine Aufbruchstimmung, die neben den Architekten auch die Maler erfasst. Das Interesse der Menschen an der sie umgebenden Welt, das sich in Entdeckungsfahrten der Erforschung der Naturgesetze und technischen Erfindungen äußert, schlägt sich auch in der Malerei nieder. Denn für sie wird die exakte Wiedergabe der Wirklichkeit, selbst in der Sakralkunst, deren eigentliches Thema das Jenseits ist, nun erstmals zur zentralen Aufgabe des Künstlers. Um dem Anspruch einer realistischen Wiedergabe zu entsprechen, ist es unabdingbar, beim Bildbetrachter eine Illusion von Raumtiefe zu erzeugen, also dreidimensionale Gegenstände auf einer zweidimensionalen Bildfläche räumlich darzustellen. Der Architekt Filippo Brunelleschi, ich wiederhole nochmal, der Architekt Filippo Brunelleschi, in Klammern 1436, Klammer zu, erkennt als erster, dass parallele Linien im Auge des Betrachters auf einen Punkt, den Fluchtpunkt zuzulaufen, scheinen, sodass sich Objekte mit zunehmender Entfernung verjüngen. Sein Kollege Leon Battista Alberti systematisiert diese Erkenntnis und baut sie insofern aus, als er proportional zur Verjüngung der im Fluchtpunkt zusammenlaufenden Linien auch die Abstände der horizontalen Raumlinien errechnet und so ein Raster entwickelt, wonach die Gegenstände entsprechend ihrer Entfernung kleiner werden.
Masaccio ist einer der ersten, der mit der Zentralperspektive eine frappierende räumliche Wirkung erzeugt. Und dann kommen wir zum letzten, zweiten und letzten Unterabschnitt zu dem zweiseitigen Artikel. Meister der Raumtiefe. Für den Betrachter seines Werks scheint sich in der Kirche eine weitere Kapelle mit dem gekreuzigten Gottvater und dem durch eine Taube symbolisierten Heiligen Geist zu öffnen. Der Stifter und seine Frau knien vor dem Gebäude, während Maria und Johannes in der Kapelle stehen und zwischen realer und überirdischer Welt vermitteln. Das Fresko erzielt seine Wirkung außerdem durch die plastische Gestaltung der Figuren mittels Hell-Dunkel-Malerei nach einer einheitlichen Lichtführung. Auch dies ist eine Neuerung der Renaissance. Eine Vielzahl italienischer Künstler orientiert sich nach Masaccios frühem Tod an der neuen realistischen Sichtweise, entdeckt neue malerische Probleme und Ansätze zu ihrer Lösung. Da ist Filippo Lippi, in Klammern um 1406 bis 1469, Klammer zu, dessen Madonnenfiguren eine große Anmut und Natürlichkeit ausstrahlen. Da ist Fra Angelico, in Klammern um 1400 bis 1445, Klammer zu, der die neue Darstellungsform in den Dienst schlichter religiöser Andacht stellt. Während Paolo Uccello, in Klammern um 1397 bis 1475, seine Begeisterung für die Möglichkeiten der Perspektive in Bilder mit kräftigen Farben und harten Umrissen fließen lässt. Sandro Botticelli, in Klammern 1445 bis 1510, Klammer zu, stellt seine beschwingten Gestalten nicht länger nur in einen religiösen Rahmen, sondern zeigt auch ebenfalls ein Novum in der Renaissance, Szenen aus der antiken Mythologie. Und nochmal zwei Beispiele dafür. Die Darstellung des biblischen Gleichnisses vom Zinsgroschen gehört zu den berühmtesten Werken der Frührenaissance. In Klammern Fresko von Masaccio in der Brancacci-Kapelle in Sancta Maria del Carmine, Florenz, 15. Jahrhundert. Brancacci würde ich mal aussprechen. Oder Brancacci wird mit zwei C geschrieben. Hinter dem A. Man kann es alles gut sehen. Und dann haben wir noch das monumentale Bild der heiligen Dreifaltigkeit, in Klammern Trinita, Klammer zu, beeindruckt vor allem durch seine Raumtiefe, in Klammern Masaccio, Kirche Santa Maria Novella, 1427. Das kann man schon so ahnen. Sieht so aus, als ob das in die Tiefe geht. Aber es ist eine flache Wand. Sieht man ja auch in vielen italienischen Restaurantes. Zumindest hier in Erfurt kenne ich das viel, wo noch so gemalt wird, dass das irgendwie so dreidimensional wirkt, was da an den Wänden aufgemalt ist. Und dann kommen wir zu den letzten beiden Seiten. Ja, jetzt liegen wir wieder gut in der Zeit. Ich hatte erst am Anfang so ein bisschen Bedenken, weil es halt doch sehr viel an interessanten neuen Meldungen waren mit ein paar kleinen zusätzlichen Anekdoten aus dem gestrigen Tag. Ja, und damit kommen wir heute weiter zum Jahre 1428. Azteken unterwerfen Mexiko. Das kriegerische Volk der Azteken besiegt die Tepaneken und unterwirft damit seinen stärksten Widersacher im heutigen Mexiko. Unter König Itzcoatl steigen die Azteken zum mächtigsten Volk in Mittelamerika auf. Der Herrscher formt einen Dreibund aus den aztekischen Stadtstaaten Tenochtitlan, Texcoco und Tlacopan, von denen jeder seine Autonomie behält.
Entscheidungen, die für alle Stadtstaaten relevant sind, werden gemeinsam getroffen. Eine stadtübergreifende Versammlung wählt den König und entscheidet über Krieg und Frieden. Neben dem Herrscher stehen ein Heerführer und ein Oberpriester an der Spitze der Sozialstruktur. In der Religion übernehmen die Azteken viele Vorstellungen von früheren Kulturen. Auffällig für die aztekischen Kulte ist die große Anzahl an Menschenopfern. Die Azteken erweisen sich als exzellente Diplomaten. Sie machen die unterworfenen Völker zu Verbündeten und beteiligen sie an weiteren Beutezügen. Da haben wir noch ein Bild dazu. Xochipilli, ganz schwierig zu sprechen, vorne mit X geschrieben. Xochipilli, der Aztekengott der Musik und des Tanzes. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Xochipilli, vorne mit X geschrieben. Xochipilli ist das. Und dann sind wir schon, noch nicht ganz, es kommt noch eine Randbemerkung. 10. Januar 1429, Herzog Philipp III. Von Burgund stiftet den Orden vom Goldenen Vlies zur Verteidigung des Katholizismus und der Ritterlichkeit. Sitz des Ordens, dessen Vorsitz als Großmeister von 23 Rittern Philipp selbst übernimmt, ist Dijon. Und jetzt kommen wir zum letzten Artikel des heutigen Tages, anderthalb Seiten. 8. Mai 1429. Jeanne d'Arc befreit Orléans. Das lothringische Bauernmädchen Jeanne, gekleidet in eine weiße Rüstung und mit einem Banner in der Hand, befreit als Befehlshaberin eines französischen Heeres das von den Engländern belagerte Orléans. Der englische Oberbefehlshaber William de la Pole gibt daraufhin die Belagerung der französischen Stadt auf. Kurz darauf lässt sich Karl der Siebte in Reims zum französischen König krönen. Die Wende im Hundertjährigen Krieg zugunsten Frankreichs deutet sich an. Die Belagerung von Orléans begann unter dem englischen Heerführer Thomas de Montacute. Kurzes Bäuerchen. Thomas de Montacute. Die Engländer waren im Oktober 1428 in das Grenzgebiet eingefallen, das die Herrschaftsbereiche König Heinrichs VI. Von England und des Dauphins Karl dem VII. Voneinander trennte. Obwohl der englische Statthalter in Frankreich den Vormarsch auf Anjou angeordnet hatte, rückte Montacute eigenmächtig gegen Orléans vor. Die Ortschaften in der Umgebung wurden rasch von den Engländern eingenommen. Als Montacute am 3. November 1428 starb, übernahm Graf William de la Pole den Oberbefehl. Unter seinem Kommando stagnierte das Kriegsgeschehen. Erst die Ankunft neuer Kommandeure brachte wieder Bewegung in die englischen Reihen. Die Briten errichteten einen Gürtel von Befestigungsanlagen, den sie immer enger um die Stadt zogen. Am 12. Februar 1429 scheiterte ein Ausbruchsversuch der Franzosen. Als ihr Kommandant schon kapitulieren wollte, wendete sich völlig überraschend das Blatt. Jeanne d'Arc war es gelungen, Karl den VII. Zur Aufstellung einer Entsatzarmee zu überreden. Rasch erreichten die frischen Truppen den Belagerungsring. Um die englischen Reihen zu durchbrechen, griff eine französische Abteilung ein englisches Fort an und lenkte die Aufmerksamkeit der Briten ab. Unter Führung des Bauernmädchens Jeanne gelang es dem Großteil der Franzosen unterdessen, die Loire stromabwärts zu ziehen. Am 30. April ritten sie mit Vorräten beladen in die Stadt ein. Dank der Verstärkung gelingt es den Franzosen in den folgenden Wochen, die Hauptforts der Engländer zu stürmen. Der Legende nach spielt das Bauernmädchen Jeanne bei der Erstürmung der britischen Festungen eine entscheidende Rolle. Sie steht an der Spitze der Truppen und lässt sich auch durch schwere Verwundungen nicht von der Teilnahme an den Kämpfen abhalten.
Die Moral der französischen Truppen wächst durch Jeanne d'Arc erheblich. Vormals in einer verzweifelten Lage sind die Franzosen nun in der Offensive. Die später heilig gesprochene Jeanne zählt zu den bekanntesten Persönlichkeiten des Mittelalters. Seit ihrem 14. Lebensjahr fühlte sie sich von Gott berufen, dem Thronfolger Karl dem VII. Gegen die Engländer zu helfen. Sie hat Erfolg. Und hin alles ohne Quote. Eigenes Engagement, Durchsetzungswillen und nicht gejammert, ne? Liebe Damen von der feministischen Front. Ja, und dann haben wir noch ein Bild dazu. Jeanne d'Arc mit weißer Siegesfahne. In Klammern Glasfenster in der Basilika ihres Geburtsortes Domremy, Anfang 20. Jahrhundert, Klammer zu. Ja, das ist echte Gleichberechtigung. Gekämpft wie ein Mann und gewonnen wie ein Mann. Oder einfach wie ein Mensch. Ja, und das, wie gesagt, alles ohne Quote. Da hat niemand gesagt im Französischen, ja, wir müssen jetzt unbedingt noch wenigstens eine Französin an die Front schicken, damit die Quote stimmt, sondern jetzt einfach getan. Die hat bewiesen, dass es kann. Und das ist das Problem derer, die nach Quoten schreien, die wissen, dass sie es nicht können. Deswegen brauchen sie die Quoten. Ne? Ja, ja. Und wer sich dann mit Quoten vollpackt, jedes Land, was mit Quotendamen regiert, das können wir explizit überall sehen, geht mehr und mehr den Bach runter. Es ist einfach so. Das hat nichts mit Frauenfeindlichkeit zu tun. Frauen können was, habe ich gerade gesagt. Die Jeanne d'Arc, das waren eine, die was konnte. Aber wie gesagt, die hat sich durchgesetzt, einfach weil sie es wusste, weil sie es konnte, weil sie es wollte. Und hat nicht darüber geschrieben, ich brauche eine Quote, ich will auch Krieg mitspielen. Ne? Das ist der Untergang des Abendlandes, diese Quotenspinnerei und Regulierungswahn der Linkszionisten. Weil sie da genau das wollen. Sie wollen, das sind ja so Irre, die wollen uns selbst, sie wollen sich eigentlich sich selbst mitvernichten, aber sie denken ja, sie gehören nicht zu uns dazu, weil die anderen sind alle Rechte. Und deswegen denken sie, sie sind die Gewinner am Ende, aber sie werden mit die Verlierer sein. Ja, gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es war wieder das ein oder andere Interessante für euch dabei. Wie gesagt, wird ein bisschen später, bis ihr dann wieder neue Wissenslücken schließen könnt oder alte wieder aufgefrischt werden. Und ja, ich hoffe, es gibt dann auch wieder ein paar Anregungen gegeben zum Nachdenken über historische Ereignisse und Personen der Geschichte. Und dann hoffe ich auch, dass das Video auch heute wieder gefallen hat und wir uns auch morgen wiedersehen und wiederhören, sowohl bei VK.com als auch bei YouTube und Facebook. Und damit verbleibe ich wie immer mit, haltet die Ohren steif, bleibt kämpferisch und gesund. Ciao, ciao, euer Egon.